den Bagger jetzt erstmal kurz warm laufen. Das ist morgens immer ganz wichtig. Also man soll es natürlich auch nicht übertreiben, jetzt keine halbe Stunde oder sowas, aber bei 10 Minuten ein bisschen leicht erhöhte Drehzahl laufen lassen, damit der Motor auf Temperatur kommt und sowas. Bin jetzt hier gestern schon angefangen mit Mutterboden abtragen. So sieht das Ganze aus. Ist eigentlich auch ganz simpel zu erklären. Man sieht das ja hier. Alles was hier an der Seite schwarz ist, das ist der Oberboden, diese Schicht, und darunter dieses braune in diesem Fall, sehr steinige, das ist der anstehende gewachsene Boden. Und das ist immer die erste Aufgabe. Wir ziehen jetzt hier die Trasse vom Radweg einmal ab, beziehungsweise auf die Breite von dem Aufbau, und schälen den Oberboden ab und bauen dann unseren Aufbau auf diesen anstehenden gewachsenen Boden auf. Das ist quasi immer so das Erste, was man macht, wenn man irgendwo anfängt. Oberboden abräumen und auf anstehendem Boden, weil der ist gewachsen, das heißt, der ist schon vorverdichtet oder ist verdichtet. Da fährt man jetzt so einmal mit einer Walze oder Rüttler rüber und dann kann man aufbauen. Hilfestellung habe ich hier mein GPS. Da ist ein Modell drauf von dem späteren Radweg. Das kann man auch an dem Bildschirm erkennen, an den Strichen. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Das hilft mir halt dabei, ohne jetzt irgendwelche Striche oder Striche auf den Boden zu ziehen oder Flöcke zu schlagen, damit ich nicht aus dem Kurs komme, denn wir sind hier halt auf Weideland und das wurde gekauft, also von der Stadt wurde der Teil, wo wir jetzt den Radweg erschließen, wurde gekauft, aber die Weide, die jetzt hier quasi zu meiner rechten Seite ist, die gehört natürlich noch irgendwen und da dürfen wir nicht drauf fahren. Das ist natürlich logisch, weil das ist Grund von jemand Fremdes und das fährt man natürlich nicht kaputt. Gerade mit solchen schweren Maschinen, wie wir sie haben, ist es immer ein bisschen problematisch, weil man doch relativ schnell Flurschäden hinterlässt und das wollen wir vermeiden. Deswegen muss ich auch den Trecker die ganze Zeit von hinten laden, was natürlich von der wirtschaftlichen Seite her ein bisschen schlechter da ist, als wenn er jetzt neben mir steht. Aber wenn er neben mir steht, muss ich eine 90 Grad Drehung weniger machen. Und das ist dann natürlich auch am Ende des Tages, wenn man das den ganzen Tag macht, definitiv schneller und wirtschaftlicher, wenn er jetzt direkt neben mir steht. Aber man muss sich halt dem fügen, was hier vor Ort gegeben ist. Und das geht halt nun mal nicht anders. Aber ist natürlich auch nicht weiter schlimm. Thank you.
ganz simpel. Dem Fahrer signalisiere ich durchs Hupen halt, dass er vorfahren soll. Und wenn ich nochmal hupe, soll er halt anhalten. Das ist so die schnellste Methode, um zu kommunizieren, sage ich mal. Das sind auch so internationale Zeichen, die versteht jeder. Und da wir ja hier kein U-Konzert machen, belästigt das auch keine anderen. Also das ist so die Standardvariante. Ich glaube, ich kenne kaum Berufskollegen, die das nicht so machen. Wichtig beim Mutterboden oder Oberboden abtragen ist halt, dass man sauber arbeitet, dass man hier eine vernünftige Sohle hinterlässt, worauf wir dann später aufbauen. GPS kann man halt ganz genau erkennen, wo man sich befindet. Da gibt es ein Längst-, Quer- und Planprofil. Das ist halt hier quasi die Draufsicht. Kann man dann noch rein und rauszoomen. Hier sieht man die Trasse vom Radweg. Und hier unten ist jetzt quasi mein Querprofil. Und anhand dieser Linie, wenn ich jetzt den Arm anhebe, sieht man das halt auch auf dem Bildschirm, dass sich die Schaufel von der Linie entfernt. Das liegt halt daran, weil ich jetzt oberhalb von unserem Erdplanungsniveau bin. Ich arbeite jetzt mit dem Querprofil und muss quasi mit diesem Kübel immer diese Ecken treffen von diesem Strich. Und dadurch entsteht dann, wie man jetzt draußen sieht, meine Trasse. Das ist relativ simpel eigentlich. Das ist aber halt auch eine Übungssache, weil normalerweise guckt man nur raus. Und wenn man mit GPS arbeitet, muss man halt mit einem Auge oder so nebenbei auf diesen Bildschirm gucken. Aber das ist halt alles Übungssache. Nach einer Zeit hat man das raus. Ist auf jeden Fall eine große Erleichterung für mich. Die Anzeigen hier unten, das ist mein Offset von der Linie. Da kann ich halt von dieser vorgegebenen Linie nochmal einen Höhenunterschied eingeben. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Und das hier ist mein Unterschied von meinem Löffel zu dieser Linie. Also ich bin jetzt 50 cm oberhalb dieser Linie, das heißt 50 cm tiefer muss meine Auskofferung, mein Erdplanum beginnen. Das ist hier natürlich jetzt momentan nicht gegeben, weil der Mutterboden ist gewachsen. Das heißt halt, der ist natürlich entstanden. Deswegen benutze ich das GPS momentan nicht für die Höhe als Höhenkontrolle, sondern nur für die Richtung, damit ich halt diese Trasse herstellen kann. Es geht nämlich jetzt gerade nur darum, diesen Oberboden abzutragen, und dafür habe ich dann halt mein Modell als Richtung, als Hilfslinie. When you feel it's hopeless, when you think that you lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust.
Wir haben jetzt den Bagger umgesetzt. Ich bin mittlerweile am Anfang von der Baustelle. Wie ihr sehen könnt, hier hinter mir, da geht das alles noch weiter. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil das schon vorne ein AG-Werk ist. Der wird da saniert. Und ihr seht auch im Hintergrund diese Raupe stehen. Das ist so eine Fräse, die fräst den Waldboden durch. Wir können das auch mal eben kurz von vorne zeigen. So, so sieht das Ganze aus. Und hier vorne diese Fräse, die rotiert halt ziemlich schnell und dadurch wird halt alles, was im Wege ist, wie Baumstümpfe, Wurzeln und sowas, durchgefräst und klein gefräst. Das hat dann für mich den Vorteil, ich kann danach einfach hinterherfahren, wie ihr hier seht. Wieder das, was wir am Anfang gemacht haben, den Oberboden oder in diesem Fall auch eher so Waldboden einmal abziehen und dann die Trasse beräumen. Also hier im Wald ist halt die Herausforderung, dadurch, dass es alles hoch und runter geht. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen erkennen, dass es halt alles, ja, wie so ein Wald halt ist. Ne? Man sieht es auch hier an der Seite. Man muss das Gelände einschneiden und auffüllen. Das Prinzip nennt sich Cut and Fill. Das ist auch das, was wir hier machen werden. Also wenn man da jetzt weiter runter guckt, da geht der Waldboden einmal nach unten. Das heißt, wir müssen jetzt die Trasse mit dem Mutterboden einmal hier, so wie es hier ist, wie das Gelände gewachsen ist, komplett abräumen, da runterfahren, abräumen und da hinten wieder hoch. Also das wird jetzt so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Ja, aber ist ganz normal. Später wird das Ganze hier quasi alles auf einer Höhe angefüllt, sodass man mit dem Fahrrad dann nicht immer hoch und runter fahren muss. So, hier im Wald habe ich, wie man vielleicht erkennen kann, die Pilze nicht drauf oder das GPS nicht drauf, denn durch die ganzen Bäume und das alles schirmt es halt extrem ab. Dadurch habe ich gar keinen Empfang. Deswegen muss man das jetzt halt auf Oldschool machen. Man nimmt einfach ein Maß von der Straße und zieht dann die Breite einmal rüber und trägt so den Oberboden ab. Ja, das, man muss ja allgemein immer ein bisschen aufpassen. Vielleicht kann man das ungefähr erkennen hier. Das ist mit dem Bagger immer ein bisschen eng. Ich bin doch so einer, ich mag es nicht so gerne, wenn da alles verkratzt ist am Heck. Ich meine, es kann mal passieren. Niemand ist perfekt. Ist halt aber immer sehr ärgerlich. Ne? Also ich persönlich ärgere mich dann da immer erstmal eine Woche drüber, wenn ich da irgendwie einen Kratzer reinmache oder so. Aber man muss halt unterscheiden. Das ist immer noch ein Arbeitsgerät. Es ist kein Auto oder sowas. Von daher, wenn es denn mal passiert, ist es so, man kann es auch wieder ausbessern. Ne? Aber so sieht das Ganze hier halt im Wald aus. Hier ist eine Böschung, die habe ich halt jetzt auch abgeschnitten mit dem Mutterboden und hier unten die Trasse wieder. Das Ganze wird später eigentlich nur nach außen verlängert, sodass die Böschung dann hier später ist und hier oben der Radweg entsteht. Mir ist aufgefallen, ich sollte vielleicht nicht immer morgens direkt nach dem Aufstehen filmen. Also bei der Erklärung von der Raupe meine ich, war ich, glaube ich, noch ein bisschen müde. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier auf dem letzten Ende. Das ist hier, wenn ich die Kamera jetzt einmal umdrehe. Zack. Hier sieht man halt, hier beginnt das Waldstück mit Mulde.
Das geht jetzt natürlich noch um die Kurve rum und so. Das habe ich jetzt soweit schon alles abgeräumt. Ich bin jetzt hier gerade auf den letzten Metern. Ich muss jetzt noch einmal unter die Autobahnbrücke unter durch. Und dann ist da noch ein Feld, was ich beräumen muss. Und dann sind wir mit dem Mutterboden abräumen soweit schon durch. Und dann kommt halt der Aufbau mit dem Einschnitt und so, aber das denke ich, zeige ich euch dann in dem nächsten Video. Ach so, die Maschinenvorstellung werde ich auf jeden Fall nachreichen. Ich will das nur ein bisschen ausführlicher machen, also brauche ich da ein bisschen Zeit für. Das heißt, ich kann das nicht während der Arbeitszeit machen, sondern möchte das auf dem Freitagnachmittag machen. Dann werde ich auch auf alles eingehen, wie zum Beispiel GPS, wie funktioniert so ein Bagger und was ist jetzt an dem Kettenbagger vielleicht anders als an anderen, allen anderen Kettenbaggern. Da werde ich auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal recht herzlich für die ganzen Kommentare und die Likes und das positive Feedback unter dem letzten Video. Ich freue mich wirklich immer richtig über Kommentare oder allgemein über das Feedback. Das macht mich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt Feierabend, also haut rein.